Weg gemacht. Nun warten tausende Gläubige in Bethlehem auf den Höhepunkt der Weihnachten. Ja, nehmen Sie da eins. Sie haben sich an der Geburtskirche versammelt. Sie wurde über der Grotte errichtet, in der Jesus nach christlicher Überlieferung geboren wurde. Später werden hier Chöre aus aller Welt Weihnachtslieder singen und der Patriarch wird die Mitternachtsmesse zelebrieren. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten bei NTV. Nur noch wenige Stunden, dann wird in den meisten Familien ganz besinnlich Heiligabend unter dem Tannenbaum gefeiert. Doch die Stunden vorher sind für manch einen noch regelrecht stressig. Vor allem das Last-Minute-Shopping ist nichts für schwache Nerven. Schluss, aus, vorbei. Die Läden sind zu. Wer jetzt noch nicht alle Geschenke hat, muss hoffen, dass das Christkind diesen Part übernimmt. Wie jedes Jahr haben auch diesmal wieder viele bis kurz vor den Feiertagen mit dem Geschenkekauf gewartet. Bis zum Schluss waren viele... Oh, guck mal, da ist ja noch Folie dran. Komm mal her. Nerven hatte lang genug zu warten. Jetzt. So, jetzt. ...sogar noch von Rabatten profitieren. Winterklamotten und Spielwaren bis zu 50% reduziert. Die Spätzünder im Kaufhaus. Egal, wo du reingehst, hast du überall 20% oder hier bis zur Hälfte reduziert. Bei solchen Schnäppchen kauft man dann ja auch gerne mal zwei, drei Geschenke mehr. Es fing langsam an, aber der Schlussakkord ist sehr, sehr gut. Die Woche vor Heiligabend liegt optimal und wir setzen vor allen Dingen auf die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Da wir viel eingekauft, die Menschen haben frei und Urlaub, Geld geschenkt. Ja, was ist los? Soll ich das vorkauen? Und wer den Last-Minute-Shopping-Stress nicht mitmachen wollte, der greift am besten auf den selbstgebastelten Gutschein zurück. Was Persönliches ist ja sowieso viel schöner. Fühlen wir uns beobachtet, hä? Er fordert als Reaktion darauf eine offene Gesellschaft. Außerdem appelliert er an die Zuversicht der Bundeswehr im Hinblick auf die Euro-Krise. In der Affäre um seinen Hauskredit...